360 Football hier mit einem neuen Video mit drei Top-Übungen für Mittelfeldspieler für die zentralen Positionen. Das heißt, erster Kontakt und Passqualität wird im Vordergrund stehen, sowie die schnelle Ballverarbeitung. Ich möchte gar nicht so viel sagen. Die Übungen sind für zu zweit gedacht. Das heißt, mit einem Kollegen könnt ihr die durchziehen. Let's go! Ja, erste Übung mit unserem Star-Trainer Devin Baumann. Er wird alle drei Übungen hier ausführen. Er spielt auch auf dieser Position. Ja, erste Übung, dort kommen wir ein bisschen rein für den ersten Ballkontakt. In alle Richtungen aufdrehen und auch den Ball mit einem Kontakt zurückspielen. Ganz easy, wir erklären es mal am Beispiel. Also Devin, du bist nachher hier auf der gelben Linie. Auf mein Kommando löst du dich schnell, Ball kommt und dann sage ich entweder prallen, direkt zurückspielen. Rechts, dann nimmst du ihn hier in den freien Raum, spielst zurück. Links genau dasselbe, hier in den Raum. Oder Zeit, dann drehst du dich auf, führst den Ball so schnell wie möglich hier rundherum, spielst zurück, starker Ball. Okay? Und immer wenn du den Ball gespielt hast, hier kurz wieder hingehen, sammeln und dann, ja, dann dafür wieder mit Tempo. Okay? Und erster Ball auch wirklich in den Lauf mitnehmen bei rechts und links. Vamos! Und los, rechts, los, links, ja genau, schön in den Lauf und los, Zeit, ja genau, Tempo, Tempo, starker Ball, tack, und los, prallen, richtig, und los, rechts, jawohl, weiter, weiter, ist okay, und los, links. Und los, links. Jawohl. Und los, Zeit. Jawohl, bleibt dran. Nochmal zwei Bälle. Und los, rechts. Und noch den letzten. Und los, rechts. Und gut. Sauber, sauber. Ja, schon mal gut. Erster Durchgang. Du hast selber gemerkt, teilweise war der erste Kontakt noch ein bisschen zu nah, bei rechts und links. Und dann schauen, dass der Pass auch zu mir nochmal perfekt kommt. Und los, links. Jawohl. Und los, Zeit. Genau, Tempo, Tempo, Tempo. Ja, weiter. Sauberer Ball. Und los, prallen. Und los, rechts. Hier gleich ein super Beispiel. Bei der Zeit, bei den ersten zwei Ballkontakten hattest du ihn etwas zu nah. Also wenn ich dir zurufe Zeit, heißt ja, du hast keinen Gegner hinter dir. Du hast zuerst so gemacht, bei den ersten zwei verlierst du schon etwas Zeit. Und jetzt beim letzten hattest du es genau richtig gemacht. Zack, Ball kommt. Etwas antippen, aber so, dass der Ball schon in diese Richtung geht. Und dann bist du viel schneller. Sauber! Und los, rechts! Und los, links! Ja, weiter, weiter! Und los, links! Ja, sehr schön! Und ja, prallen! Ja, weiter, flach halten, ist okay! Und los, Zeit! Tempo, Tempo! Nochmal zwei Bälle, komm! Ja, guter Ball jetzt! Und los, rechts! Oh, noch ein, okay, passiert. Und ja, rechts. Und gut. Und locker. Zweiter Durchgang gemacht. Wir sind jetzt am Anfang gleich Vollgas gegangen. Ihr könnt aber natürlich auch am Anfang ein bisschen lockerer starten zum Reinkommen. Aber wir wollten hier Devin gleich ins kalte Wasser schmeißen, ne? Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Ist wieder eine mit dem ersten Touch und der Ballführung. Ich zeige sie dir kurz vor. Komm hier kurz. Also wir spielen am Anfang immer hin und her. Immer links, rechts. Beide Füße brauchen hier
Dann sage ich zum Beispiel rot, dann schnell aufmachen, nochmal sagen, Ball mitnehmen in den Raum, Jungs, Hütchen spielen, prallen, dann geht es wieder wie am Anfang weiter, links, rechts, dann zum Beispiel gelb, dann 15, tack in den Raum, ums Hütchen spielen und dann geht's weiter. Kapiert? Ja. Geil. Hier haben wir zwei verschiedene Varianten. Zuerst machen wir die erste und danach machen wir beide zusammen. Und wichtig auch hier, Tempo mit dem Ball führen hier, die lange Distanz, schnell aufmachen, den Schulterblick machen. Und ja, Devin zeigt es kurz vor. Bist du ready? Yes. And go. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Rot. Jawohl. 16. Bam. Ja, guter Touch. Jawohl, spielen genau. Hier raus. Eins, zwei, eins, zwei. Jawohl. Und gelb. Bam, 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 gut geholt. Und rot. Bam, bam, guter Touch. Tempo. Auf falsche Seite, weiter geht's, komm, nichts passiert. Bam, bam. Ja, ist gut. Ja, wichtig noch für dich, ein kleiner Tipp noch. Wenn du da den ersten Touch machst, unbedingt 100% bis nach oben sprinten. Und dann alles, ja, aber sonst top. Und jetzt Variante 2. Eigentlich genau dasselbe. Wir spielen dann zum Beispiel rot, dann gehst du raus, 19, ich spiele zurück, ich warte, bis du mir spielst, dann gehe ich und um das Hütchen wieder und hier dasselbe. Bam, bam. Okay, jetzt bei der nächsten Übung sage ich dir entweder Rot 1 oder Rot 2. 1 ist wieder wie am Anfang, Touch. 2 ist den Doppelpass. 1 warten und dann gehen. Ist gut? Und los. Tack, 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 tack. Jawohl. Rot 1. Bam, bam. Und da Tempo, Tempo, Tempo. Spielen. Hier raus, 1, 2, 1, 2. Ja, gut so. Rot, 2. Bam, spielen, tack und gehen. Komm, hol den Ball, genau, spielen. Hier raus, tack, tack und weiter. Gelb, 1. Tack, ja, gut so. Tempo, Tempo. Spielen, jawohl. Tack, tack und noch einen. Rot, 1, bam, bam, ja, perfekter Touch, spielen und dann let's go, bam, bam, bam. Geil, 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 sehr geil. Dritte Übung, hier geht es auch wieder um den ersten Kontakt und dann vor allem, dass man den Pass schnell abspielen kann, denn ich setze hier Devin unter Druck, das heißt, es muss alles sauber sein und sonst nehme ich ihm den Ball weg. Schauen wir uns die Übung an. Also Devin, du stehst nachher etwa hier, du bist immer bereit, können es gleich mal durchspielen. Dann haben wir hier einen gewissen Abstand, ich spiele dir den Ball zu und dann sage ich zuerst gelb oder rot. Du musst, wenn ich gelb sage, nimmst du den ersten Kontakt durch die gelben zwei Markierungshütchen durch, bei rot dasselbe. Explosiv, weil wenn ich dir spiele, komme ich nach und ich darf dich nachher hier, wenn du einen Kontakt gemacht hast, angreifen. Okay. Wichtig auch noch, ich sage dir noch eine zweite Farbe, nochmals gelb oder rot für das Tor, welches du anvisierst. Okay. Das heißt zum Beispiel gelb, gelb, dann nimmst du durch gelb durch, gerade einfacher Pass. Gelb. Aber es könnte auch sein, gelb, rot,
Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wo gibt es diese Situation? Ja, gehen wir mal davon aus, du fängst den Ball zum Beispiel vom Gegner ab, zack, musst schnell nach vorne und dann den Ball sofort wieder abspielen. Okay, und wirst natürlich gleich wieder unter Druck gesetzt. Also ich mache hier als Beispiel, könnte jetzt ein Fehlpass gerade von mir sein. Okay, okay, und gelb, gelb. Okay, schon mal guter Start. Noch ein bisschen mehr in den Lauf. Ja, korrekt. Und rot, rot. Zack, mitnehmen. Okay. Und gelb, rot. Zack. Und jetzt komme ich ein bisschen. Okay, sehr gut. Let's go. Bereit, jetzt komme ich schneller. Rot, rot. Ja, komm, komm, komm. Okay, war noch flach halten, aber geht gerade noch durch, komm. Gelb-rot. Ja, weiter, okay. Dann noch gut gerettet. Zwei Kontakte. Idee, ja genau, Idee wäre natürlich zwei Kontakte, dass der erste Kontakt sofort perfekt ist. Rot-gelb. Weiter, weiter. Ready. Gelb, rot. Ja. Oh. Nächster. Dran bleiben. Rot, gelb. Jawohl. Wir haben noch ein bisschen mehr Zug mit dem linken. Die kleinen Details. Devin ist bereit. Gelb-rot! Oh! Erster Durchgang war schon mal sehr gut. Ab und zu hat man gesehen, den ersten Kontakt noch ein bisschen mehr in den Lauf mitnehmen, wenn es natürlich die Situation zulässt. Hier gehen wir davon aus, dass es wirklich dann zwei Kontakte sind. Und dann noch mal ein bisschen die Passstärke, kann man auch noch ein bisschen nach oben schrauben. Aber natürlich, hier hat man nach oben fast keine Grenzen. Man will natürlich immer besser werden. Gut, so sieht's aus. Nächste Runde, bist du bereit? Also, und gelb-rot, pop! Ja, guter Ball, auch ganz wenig weiter mitnehmen. Bleiben wir dran, ja? Okay. Rot, gelb! Jawohl, gut. Gelb, gelb! Ja, richtig. Ah, schade. Erster Kontakt weg. Wäre gut gewesen. Rot, rot! Schnell, schnell, schnell! Ja, Ball war fies, aber gut reagiert. Gelb-rot! Ah, okay. Ja, selber gleich gemerkt. Rot, rot! Jawohl. Gelb, gelb! Jawohl! Sehr gut jetzt! Geil, 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 geil! Gelb, rot! Sehr schön, sehr schön! Yeah, we can say that! Rot, gelb! Weiter. Sehr gut. Jo Leute, das war's mit dem Video. Top 3 Übungen für Mittelfeldspieler mit Nick und Devin. Wenn ihr das richtig intensiv machen wollt, könnt ihr natürlich auch zu uns ins Personal Training kommen. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.
Ja Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, zu liken, zu kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video.